So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake 2. Und ja, was soll ich sagen? Sehr, sehr interessant alles. Und ja, wir machen jetzt einfach mal weiter, oder? Wir müssen jetzt zu Witches Hut. Da kenne ich doch tatsächlich den Weg. Oder kenne ich den? Ich glaube schon. Das heißt, wir müssen hier rüber. Das heißt, geradeaus. Sehr gut, einfach. Also eigentlich müssen wir nur geradeaus. Und ich meine, wir waren da ja schon. Also wir haben ja, glaube ich, auch schon sehr, sehr viel erkundet und sehr, sehr viel gefunden. Das bedeutet, das sollte uns jetzt keine große Überraschung eigentlich erwarten, wenn wir ehrlich sind. Wir müssen jetzt einfach hier hoch und dann links und dann hat sich das eigentlich. So, wir müssen hier hoch. Hobby, so. Hobby, Schmobby, Mobby. Das ist die Witches Hut. Anderson, ich glaube, ich habe etwas im Wald gesehen. Vermutlich nur ein Reh. Aha, ich sehe es mir an. Finde eine Sicherung in der Nähe. Ich habe noch eine Seite. Ja. Ich folge einer Spur. Ich halte sie auf dem Laufenden. Verstanden. Oh, hier ist ein Abgrund, da soll die vielleicht nicht runter. Okay, wahrscheinlich ist die Sicherung im Haus, nehme ich mal stark an. Im Gegensatz zu dicken Leuten, die nehmen wir ja ab. Auf der Seite war die Hütte beleuchtet. Und es wurde eine Sicherung erwähnt. Ach, okay, es steht bestimmt in den Manuskriptseiten. Ah, Moment. Moment, wir gehen hier rüber und an Manuskriptseiten. Wo sind sie? Da. Da steht bestimmt, wo die Sicherung liegt. Hier, die Sicherung eine... war an ihrem Platz. Nee. Sie hatte sie zwischen dem Gerümpel im Wald gefunden. So. Ja, wollte ich nicht. Ich wollte doch selber lesen. Im Inneren ein helles Licht und Gegenstände, die Sage auffielen. Sie hoben sich von den staubigen Tierschälen im Schrank. Die Sicherung war an ihrem Platz. Sie hatte sie zwischen dem Gerümpel im Wald gefunden. Aha. Zwischen dem Gerümpel im Wald. Aha. Gerümpel im Wald. Okay. Das ist ja jetzt, also ich möchte jetzt nicht sagen, das ist eine unpräzise Angabe, aber das ist ja, das kann ja irgendwas heißen, ihr blöden Nutten. Dem Gerümpel im Wald. Ist da der Wohnwagen da hinten gemeint? Da, wo wir schon waren, ist das Gerümpel, also ist damit das Gerümpel im Wald gemeint? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich sollte ein bisschen Batterien sparen. Witches Hut. Ja, aber ich kann mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass die Sicherung jetzt hier irgendwo liegt. Die muss ja in der Nähe, oder? Also, oder hier? Ist das hier das Gerümpel im Wald? Ist das damit gemeint? Nee. Also, ich habe gerade das Gefühl, ich laufe ein bisschen erstens im Kreis. Und zweitens, also führt das jetzt in nix. Ist ja Quatsch, was ich hier mache. Also das... Ich gehe hier mal wieder hoch. Also das ist hier gerade ein bisschen quatschmäßig, glaube ich. Vielleicht hier hinten. Hier könnte es sein. Diese Sicherung ist kaputt. Wow. Ernsthaft jetzt? Bist du ein Wichser-Spiel? Okay, was haben wir hier? Achso, ja, die Seite, ja, das ja, hatten wir schon. Das hatten wir schon in Part 1 oder 2. Haben wir hier? Die sieht gut aus. Ja, aber perfekt. Leute sollten ihren Müll nicht liegen lassen. Ja, wieso? Naja, Müll. Es ist ja gut sortiert. Also, ich meine, sortierter Müll ist ja kein Müll, Freunde, oder? Oder? Glaube ich nicht. Oh, Manuskriptseiten. Was haben wir hier? Ich weiß, dass die Dinge immer hier ein wenig wild werden, aber wenn du jemals Angst hast, denk einfach daran, dass Alan über uns wacht. Interessant. Moment mal, hatte ich die beim letzten Mal übersehen? Oder werden die nachgefüllt? Moment mal, werden diese Boxen nachgefüllt? Je nachdem, wann man kommt? Das ist ja super scheiße. Das bedeutet, ich muss jetzt hier oben zu den Ferien... Nee, nicht zu den Ferienhäusern. Ich muss... Da ist ja der Tatort und dahinter. Das heißt, ich muss... Oh Gott. Okay, wir müssen mal einen kleinen Lauf machen, Freunde. Weil in der... Also, weil die andere Büchse war ja auch geöffnet. Oh Gott. Ich laufe nochmal ganz kurz dahin. Also, den kleinen Moment, den muss ich mir mal ganz kurz nehmen. Ich meine, es ist ja nicht weit.
Den kleinen Moment muss ich mir mal ganz kurz nehmen. Einfach, damit wir sicher sein können, dass wir nichts... Ja, perfekt. Wir sind ja schon fast da. Dass wir nichts übersehen hier in dem Wald. Weil nicht, dass uns hier irgendwelche Sachen durch die... Ne, ihr wisst schon. Durch die Lappen gehen. Okay, hier war ja irgendwo so eine Dingens gewesen. So eine kleine Truhe zum Öffnen. War die hier? Das war das, was wir schon geöffnet hatten. War hier drin vielleicht noch irgendwas, was man öffnen kann? Das Problem ist, guck mal, hier ist genau dieses Symbol. Hier ist exakt die Symbol. Das ist bei der Waschmaschine. Okay. Also weil, ne, diesen... Nee, den Anhänger, den wir haben. Der hier. Gegenstände. Der hier. Das ist ja dieses Symbol. Halskette des Symbol. Halskette des Kultes. Und das ist ja genau das Symbol. Ne, wenn man das jetzt mal gegenüberstellt. Ich meine, ja, ich mach's noch einmal. Ne, demonstrativ. So, hier die zwei Dreiecke. Hier die zwei Dreiecke ineinander. Das steht ja dafür. Aber das steht für die Waschmaschine? Okay. Geht's da irgendwie um die Reinigung der Welt von innen heraus? Wie bei einer Waschmaschine so, dass ich... Quasi, dass ich die Welt einmal, ne, also weil die Erde dreht sich ja, genauso wie die Waschmaschine. Und dass dann vielleicht quasi die Welt innen drin in der Waschmaschine ist, die sich dreht und dann gereinigt wird durch die Waschmaschine. Ich meine, ich weiß, da interpretiere ich jetzt vielleicht ein kleines bisschen viel rein. Aber das war es mir mal ganz kurz wert. Ah, hier war das. Okay, und das wurde... Okay, dann haben wir das beim letzten Mal echt übersehen? Crazy. Ja, dann bin ich ein Vollidiot. Entschuldigung. Dann gehe ich mal ganz kurz hier zu meinen Fallakten. Ja, so. Lunchboxen. So. Ja, ich weiß. So, jetzt zack. Nee, achso. Ja, es muss natürlich hier oben hin. So. Es gibt noch mehr. Lol, es gibt 8. Wer zur Hölle ist Alan? Ach du Scheiße. Es gibt 8 von denen hier. Ja, und ich habe 3 gefunden. Ne, GG. Scheiße. Fuck, Alter, ich werde niemals alle finden. Das weiß ich jetzt schon. Aber ein Versuch ist es wert. Fuck. Scheiße. Okay. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Fuck. Okay. Mist. Muss ich wirklich hier hoch? Achso, ja klar, natürlich. Dann laufe ich hier hinten und bin bei Witch's Hut, okay. So, na dann. Warte mal, hier war ich noch nicht drin gewesen, oder? Was haben wir denn hier? Pokerchips, aha. Lol, da war kurz meine Maus außerhalb des... Hä? Es gibt nicht mehr. Spiel? Was willst du von mir? Ich kann dir nichts mehr anklicken. Ich klicke jetzt wie ein Bekloppter auf dem Bildschirm herum. Aber offensichtlich will das Spiel nicht so, wie ich will. Aha. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind irgendwo in einer Kirche? Aha. Nee, Kirche nicht. Ist bestimmt ein alter Supermarkt oder so. Wo zum Teufel bin ich hier? Ich soll hier bestimmt noch nicht sein. Das ist hier das Bier aus der Werbung. Montag, 3.9. Verdächtigte Aktivitäten entdeckt. Der Melder glaubte, eine Bewegung im Gebüsch gesehen zu haben. Es wurden Fußspuren in der Gegend gefunden, aber einige wurden vom Melder beschädigt. Anmerkung für mich, den Melder besser ausbilden. Nichts zu berichten, ein paar Tiere wie immer. Am Dienstag, Mittwoch sind ein paar Jäger und nachts sind Jäger unterwegs. Wilderer, ich habe ein paar Schüsse gehört, nicht von uns. Wir müssen ein Auge auf diese Leute haben, sonst erleben sie noch ihr blaues Wunder. Aha. Hier ist wieder die Waschmaschine, die für die Reinigung der Welt steht. Tja, das ist jetzt hier alles irgendwie schwierig. Den kommen wir nicht durch, ist auch nichts. Ich sag mal so, hier ist ein konzentriertes Nichts. Das ist ja schade. Also dafür, dass das jetzt hier so ein großer Raum ist, mit so viel Stuff, gibt es hier echt wenig zu entdecken, muss ich sagen. Das ist jetzt ein bisschen unterwältigend. Aber ja, ist ein alter Supermarkt.
Ah. Achso, ja gut, hier ist einfach nur der Zugang. Ha. Ich gehe mit meiner Laterne, meine Laterne mit mir. Okay. Hm. Schade. Okay, verschlossene Tür. Ach, guck mal, das wird uns auch ein relevanter Ort. Ach, das ist ja aber auch direkt neben dem Tatort, ne? Merke ich gerade. Hm. Hm. Ist vielleicht auf der Seite? Nee, das ist Quatsch. Hm. Ist halt direkt neben dem Tatort, ne? Das macht mir gerade ein bisschen stutzig. Wie wir das beim letzten Mal übersehen haben, war da die Tür zu gewesen? Oder haben wir das da einfach ignoriert? Wahrscheinlich. Ja gut, wie auch immer. Ja, mal weiter. Wir verbraten hier schon wieder Taschenlampe ohne Ende. Okay, jetzt straight aber zu Witches Hut. So. Dann gehen wir einmal hier runter. Wobei, nee, wir müssen hier lang, oder? Ja. Selbstverständlich. So. Na dann. Würde ich mal sagen, gehen wir mal an die Sicherung. Zack. Sicherung. Zack. So, na dann untersuchen wir mal Witches Hut. Wir haben einen Schutzraum und wir haben eine Thermosflasche. Schnell speichern. F. Manueller Speicherstand. Haben wir auch. Machen wir mal die 1. Sehr gut. Gerade gespeichert nach 2 Stunden und 34 Minuten. Leck mich am Arsch. Noch eine Seite. Ja. Ich mache Fortschritte. Das Bild der Hexe auf dem Schild. Saga wandte sich an die Hexe. Die verwischte Linie auf dem Herzen. Den zweiten Teil aus dem Gedächtnis rezitiert. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Saga schob das Herz durch das Loch im Schild. Aha. Okay. Witch's Ladle überragt Saga, beobachtet sie und die Hexe. Ja, das Bild der Hexe hängt auf dem Schild. Nightingales Herz, ein kalter, toter Klumpen in ihrer Hand. Ihre Definition von Vernunft hatte sich geändert, seit sie in dieser Stadt angekommen war, aber sie vertraute den Seiten, sie war dazu gezwungen. Saga wandte sich an die Hexe, sie kniff zum Lesen die Augen zusammen, den ersten Teil der rituellen Worte, die verwischte Zeile auf dem Herzen. Den zweiten Teil aus dem Gedächtnis rezitiert, die Worte, die sie auf der Seite gelesen hatte. Ich habe das Herz dabei, Hexe, zeig mir den Schrecken. Saga schob das Herz durch das Loch im Schild. Das war der Schlüssel, der Baum war die Schwelle. Aha! Okay, das Herz, das Bild der Hexe auf dem Schild. Okay, das heißt, wir müssen zum Schild. Achso, hier muss ich ja raus, ist ja klar. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas in der Hütte? Nee, ne? Okay, da dreht sich was. Aha. Ich kann hier ein bisschen den Stuhl durch die Gegend schieben. Das ist ja an sich eine super Sache. Kann man erstmal nichts falsch machen mit dem... Okay. So, was haben wir hier? Witches Label. Ne, hier ist nichts weiter. Okay, aber sonst hier in dem Raum gab es nichts weiter. Interpretiere die Bedeutung der Seite. Ach, müssen wir das hier in den Fallakten machen? Wahrscheinlich, oder? Irgendwie Profiling, irgendwas? Oh ne, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Okay, Witches Ladle und da ist das Hexenschild. Ah, okay, da müssen wir zum Hexenschild, hätte ich gesagt. Vollgas. Kann ich hier runter? Ja, kann ich. Sehr gut. Ich gehe mit meiner Waffe und meine Waffe mit mir. Mein Gott. Tut hier schon wieder völlig eskalieren, Alter. So. Hier sind wir in unserem wunderschönen Schutzraum. Dann gehen wir mal aus dem Schutz heraus hier rüber. So, hier drüben ist das Hexenschild und hier müsste ja jetzt das Herz sein. Ah. Oder auch nicht. Der Baum war die Schwelle. Achso, lol. Ach, lol, das verbraucht. Aha, ich verstehe. Lol, das wusste ich nicht. Scheiße, jetzt habe ich eine Ladung verbraten. Mist.
Nein. Ja, Sicherungskasten, Behälter. Ja, aber... Ach so, F. Ach, hier. Okay. Auf den Tisch liegt eine Menge an Vorräten. Wer ist involviert? Nee, Kultziel? Was tue ich? Nein, Spiel! Jetzt hier. So. Ah, nee. Schreiben? Nee, das passt ja gar nicht. Kultsymbole? Auch nicht? Kultpsychologie? Klar. Aha, ach so. Hier liegt eine Menge Ausrüstung rum. Wie lange waren sie hier draußen? Okay. Mord am Cauldron Lake. Was haben wir hier? Witch's Hut am Cauldron Lake. Die Seite von der Witch's Hut scheint eine Art Ritual zu beschreiben. Was ist das Ritual? So. Achso, ja, na gut. Achso, nicht ich muss das interpretieren, sondern Saga, okay. Mord auf dem Herzen. Achso, nee, Quatsch, muss ich hier. Natürlich. Um zum Übergang zu kommen, muss ich Nightingales Herz finden. Die daraufstehende Zeile und die Zeile auf der Seite zum Schild der Witch's Ladle lesen. Und dann das Herz durch das Loch im Schild schieben. Ah, ich brauche das Herz. Nightingales Herz ist aus der Leichenhalle verschwunden. Wo ist, ist das Herz? Okay. Profiling. Mhm. Dann suchen wir mal nach seinem Herz. Herz für den Übergang. Ja, ist richtig. Wo ist es? Ein Kultist legte sich nahe heran. Er war da, aber er war auferstanden. Nightingale war dort. Das Gegenteil von Sonnenflecken. Wer hat das gesagt? Das ist es nicht. Ich habe nicht alles, was ich brauche, um das Herz zu finden. Es muss mehr geben. Nightingales Herz. Wo ist es? Währenddessen spielten sie im Warenhaus Karten. Die Hexe hatte sein Herz gestohlen. Die Hexe, die Hexe. Nightingales Herz liegt in einem Kühlschrank im Warenhaus. Ich muss im Warenhaus nach dem Herz suchen. Wow, da war ich vorhin. Geil. Casey, ich bin unterwegs zum Warenhaus. Ich glaube, ich weiß, wie ich in den Übergang komme. Verstanden. Ich bin den Spuren eines Quarts in den Wald gefolgt und habe mich ein wenig verirrt. Haben Sie sich verlaufen? Ich habe mich erst einmal in meinem Leben geirrt, Anderson. Bei meiner Ex-Frau. Wow. Ich finde schon einen Weg zurück. Kein Grund zur Sorge. Nee, hier muss ich nicht lang. Ich muss hier hoch. Ah, nein, okay, das heißt, wir können die Taschenlampe dauerhaft anlassen, aber die verbrät quasi Ladungen. Ja gut, ich sag mal so, da war ja dieser eine Punkt gut investiert im Nachhinein. Okay, das heißt, gehen wir mal ins Warenhaus rein. Achso, dann müssen wir von der anderen Seite rein, ja klar. Oder? Kann ich auch von hier rein? Bestimmt nicht. Ne, guck, hier ist alles dicht. Verflixt und zugenagelt. Du, das geht ja mal gar nicht. Aber ich muss sagen, also das Spiel sieht fucking amazing aus. Also. Ohne Witz. Wobei, es läuft gerade nicht so 100% flüssig, ist so mein Gefühl. Es läuft irgendwie nicht so wie... Also ich spüre auf jeden Fall, wenn ich mich ein bisschen mehr bewege, wie es auf jeden Fall immer mehr ein bisschen so kurz ruckelt. So. Wenn ich mich jetzt hart drehe, also das ist nicht wirklich flüssig, das ist nicht wirklich schlimm, weil ich mich halt nicht so oft drehe. Und dafür sieht es halt dann lieber fantastisch aus, als dass ich es dann 1000% flüssig habe, aber... Ich meine, ich könnte ja mal testweise auf Performance gehen bei der Grafik und mal gucken, ob das. Ja, Leistung, zack. Ob das dann flüssig. Okay, das ist 100-mal flüssiger. Okay, dabei würde ich es jetzt erstmal belassen. Ich hoffe. Moment, das muss ich mal ganz kurz testen. Da können wir gleich mal einen kleinen DLSS-Test hier machen. Weil das ja dann über der Okay, sieht trotzdem fantastisch aus. Okay, dann habe ich es ein bisschen flüssiger und dafür, also ich meine, ich hoffe, dass es dann auch im Let's Play flüssiger rüberkommt. Und dafür, ja, wird es halt, haben halt Leistung aktiviert. Aber von daher, das passt schon, hätte ich gesagt. Okay. Achso. Hä? Das war ja vorhin noch nicht hier, diese Tür. Hier konnte man ja vorhin einfach durchlaufen. Okay. Sehr interessant.
Okay, dann müssen wir jetzt. Meine Güte! What the? Wow, what? Schalte die Taschenlampe ein. Alter. Ein Kultist. Ein Monster. Wie Nightingale. What the fuck? Blödes Arschloch, Alter. Hast du mich erschreckt? Okay, wir können looten. Geil. Medpack, was haben wir hier? Eine Seite. Das ist huge. Manuskriptseite. Okay, die können wir uns gleich angucken. Ah, und okay. Ach, quasi mit einer Batterie lädt man alle vier Ladungen nach. Okay. Das war mir auch nicht klar. Schön, dass ich immer wieder Dinge dazulerne. Und dass ich... Ach, der Ficken. Text auf dem Herzen ist jetzt besser erkennbar. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Okay. Mhm. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Der hier Kühlschrank. Nicht. Das Herz. Ich wusste, dass es hier ist. Als hätte ich es im Traum gesehen. Was du alles so siehst, Lady. Und jetzt muss ich das Herz der Hexe überreichen. Macht auf jeden Fall Sinn. Ah, mehr Platz. Oh, das ist ja stark. Was haben wir hier? Erkundige dich bei Fortuna an der Kasse. Aha, ein Schloss. Okay. Ja gut, erkundige dich bei Fortuna an der Kasse. Gut, das ist ja sehr, sehr einfach zu interpretieren. Das ist wahrscheinlich ein etwas leichteres Zahlenschloss. Es sei denn... Ah, ich verstehe. An Fortuna. Aha. Die Pokerchips, da wo wir neulich schon mal was untersuchen konnten. Hier. Ist das gemeint? Nee. Okay, das heißt, wir haben das hier bei Fortuna an der Kasse. Aha. 705. 713. 717. 723. Nicht vergessen, Update-Code. Ja gut, ist das jetzt... Also... Moment mal. Augenblick. Washington. Lotto Washington 05. 13, 17, 23. Okay, na dann ist es 7, 3, 9. Logischerweise, ne? Also dann ist die 7 vorne dran immer festgesetzt. Und dann, ja, passt das ja, ne? Hätte ich gesagt, ne? Dann ist halt 05, 13. Weil ich hatte erst überlegt, irgendwie plus 8, dann plus 4, dann plus 6, ob es da irgendwie ein Pattern gibt. Aber nee, es ist 7, 3, 9. Alter, das ist ein cooles kleines Rätsel. Ah, Fräulein Agni... Gott. Agnieszka. Wieska. Agnieszka. Mein Gott, ich kann es nicht aussprechen. Meine Fresse. Handlesen und Blick in die Kristallkugel. Traumdeutung. 202, 555. Nein, okay, ja gut. Ja, na dann ist es halt 739. Okay, kriegen wir hin. Was haben wir hier sonst noch so? Irgendwie Geld oder so? Ne, okay. Dann öffne ich ganz kurz hinten den Safe. Dann habe ich mich zumindest mal für einen kurzen Moment cool gefühlt, auch wenn es an sich eigentlich völlig belanglos ist. Also das ist so gemacht, dass es wirklich der letzte Dorf-Dulli versteht, deswegen... Ja, das ist okay. Bam. So. Na, dann haben wir doch eine Schrotflinte. Na los. Perfekto. Und du kannst Waffen aus dem Inventar in der Schnellauswahl zuweisen. Du kannst auch Heilmittel und Wurfobjekte in die Schnellauswahl aufnehmen. Alles klar. Ja gut, haben wir ja quasi schon gemacht, ne? Gehen wir einfach Schnellauswahl und dann legen wir uns das hier hin, Hedge gesagt. So. Warte mal, dann lege ich das Medpack, lege ich mal hier drauf. So. Und dann lege ich das da drauf. Zack. Okay. Ich würde sagen, sieht gut aus. Machen wir weiter. So. Dann würde ich sagen, tun wir mal ganz kurz wieder hier reingehen. Und dann gehen wir mal zur Falltafel. Herz wurde zurückgelassen. Zack. Genau, wie ist es von der Leichenhalle hierher gekommen? Hat Nightingale es hier versteckt? Achso, Wort auf dem Herz, natürlich, das muss dann hier oben hin, natürlich. Klingt literarisch. Die Worte, die Welle braucht auf der anderen Seite. Okay. Das Herz befindet sich, ja gut. Das haben wir ja schon, perfekt, haben wir das auch. Das Herz war im Kühlschrank, genau wie auf der Seite beschrieben. Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, sind wir doch hier schon mal ein gutes Stückchen weitergekommen, oder?
hier haben wir jetzt alles, wir haben mehr Platz, wir haben das Warenhaus perfekt untersucht. Ich würde sagen, wir kommen langsam, aber sicher voran. Und hier ist Sadnack. Hier haben wir das. Wo habe ich das? Okay. Casey, in dem Gebiet gibt es Kultisten. Sie sind besessen, wie Nightingale auch. Passen Sie da draußen auf sich auf. Danke für die Warnung. Ich suche noch immer einen Weg zurück. Ihr Orientierungssinn ist miserabel. Ich finde mich mit verbundenen Augen und betrunken in jeder Stadt in Amerika zurecht. Es sind diese verdammten Bäume. Okay, okay. Ich bin unterwegs nach Witch's Ladle. Ja, gut. Ich muss ein Ritual ausführen, um den Übergang zu öffnen. Dieser Fall wird... Ja, ich muss auf die Karte. Okay, runter. Gut, machen wir so. Ja, ich muss irgendwas tun und da wurde sie leider von mir abgehakt. Entschuldigung. Liebe Saga. Okay. Ab nach unten, schalala. Das kann doch alles gar nicht so schwer sein. Schalala. Ich muss ja weiter nach unten, ne? Richtig. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das Ritual jetzt verläuft, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Aber ich habe jetzt 3 von 8 Kassetten hier gefunden in dem Gebiet. Das macht mich ein bisschen nachdenklich. Wo habe ich denn noch nicht gesucht? Ah, lol. Ich muss das... Lol. Ich habe einen Fehler gemacht. In den schwarzen Spiegel! Fuck, Alter, wie schalten die aus? Ich werde mich nie daran gewöhnen. Die Anwendung eines Traumakissens dauert länger, aber hat einen höheren Gesundheitsgewinn. Okay. Alter, aber was halten die denn aus? Und ich habe nur noch, Alter, ich habe ja nichts mehr. Ich bin ja völlig am Arsch. Ja, ich habe halt eine Batterie verschwendet, aber das wusste ich in dem Moment halt nicht. Ja, ficken, Alter. Scheiße. So ein Wichs. Ja, da guckt sie doof, ne? Blöde Hexe. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Ich hab das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Okay, wir betreten den Zugang. Jetzt kommen wir hier durch. Geil. Boah. Casey, ich glaube, ich bin im Übergang. Sind Sie noch immer unterwegs? Ja, Casey! Na gut, der redet logischerweise gerade nicht mit uns. Scheiße. Okay, Saga im Alleingang. Logan? Logan? What the fuck? Wo bist du? Was zum Teufel war das? Logan ist wieder in Virginia. Du bildest dir das alles nur ein. Ja, warum? Und was hat es da mit Rose auf sich im Diner, dass sie halt uns sowas gesagt hat, dass unsere Tochter hier verstorben wäre? Das ist ja komisch. Ha. Ja, mal hier weiter, oder? Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Wenn wir mal der Karte Glauben schenken. Achso, wir sind gerade nirgendwo wahrscheinlich. Wir sind gerade absolut am Arsch. Okay. Meine Frage, bin ich hierher gekommen? Lol. Bitte, hilf! Nein? Das wird immer verrückter. Ja, ohne Witz. Was ist denn hier los? Moment mal. Laufe ich wieder zurück?
Ich weiß es gerade selber nicht. Ich muss weiter. Wiederholt sich alles. Wie in einem Albtraum. Aha. Wir drücken mal E. Ich habe halt bald keine Taschenlampenladung mehr. Das ist alles richtig schlecht. Also das hat man ja schon hier. Saga öffnet den Übergang. Ich muss Nightingale finden. Witches Ladle überragt Saga, beobachtet sie und die Hexe. Das Bild der Hexe auf dem Schild, Nightingales Herz, ein kalter, toter Klumpen in ihrer Hand. Ihre Definition von Vernunft hatte sich geändert, seit sie in dieser Stadt angekommen war. Aber sie vertraute den Seiten, sie war dazu gezwungen. Achso, das kennen wir ja doch, oder? Saga wandte sich an die Hexe, sie kniff zum Lesen die Augen zusammen. Den ersten Teil der rituellen Worte, die verwischte Zeile auf dem Herz, den zweiten Teil aus dem Gedächtnis rezitiert. Die Worte, die sie auf der Seite gelesen hatte. Ich habe das Herz dabei, Hexe, zeig mir den Schrecken. Saga schob das Herz durch das Loch im Schild. Das war der Schlüssel. Der Baum war die Schwelle. Aha. Grausio. Okay. Das ist alles sehr, sehr gruselig, wenn ich das mal so sagen darf. Gibt's irgendwas Neues an der Falltafel? Naja, gibt's nicht. Und gibt doch nichts Neues an der Falafel. Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren, es sieht hier unfassbar schlecht um unsere Ressourcen aus. Da müssen wir in Zukunft irgendwie sparender unterwegs sein. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt erstmal... Oh Gott. Da bedanke ich mich jetzt erstmal ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich auch. Und in dem Sinne sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Habt einen schönen Abend. Gute Zeit und bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Tschüss.